Die Leistung eines Verbrauchers von 24 Ohm beträgt 600 Watt. Klein a, berechne die Stromstärke. Klein b, wie viel Energie wird pro Stunde verbraucht? Der elektrische Widerstand groß R beträgt 24 Ohm und die elektrische Leistung P beträgt 600 Watt. In klein a suchen wir die Stromstärke I, die wir in Ampere ausdrücken. In klein b gibt man uns die Zeit T. Sie beträgt eine Stunde, das heißt 3600 Sekunden. In klein b wird gefragt, die Energie, die pro Stunde verbraucht wird, Energie groß E, die wir in Joule ausdrücken. Um klein a zu lösen, nutzen wir zuerst die Formel P gleich U mal I und dann noch das Ohmsche Gesetz U gleich R mal I. In P gleich U mal I können wir U ersetzen durch R mal I. Und so finden wir, dass P gleich ist zu R mal I Quadrat. Da wir I suchen, lösen wir diese Formel nach I auf und finden so, dass I gleich ist zur Quadratwurzel von P geteilt durch R. Wir ersetzen P durch 600 und R durch 24. Und somit finden wir als Stromstärke I ganz genau 5 Ampere. In klein b nutzen wir die Formel P gleich E auf T, aus der wir schließen, dass die Energie E, die wir suchen, gleich ist zu P mal T. Wir ersetzen P durch 600 und T durch 3600. Und so finden wir als verbrauchte Energie pro Stunde 2.160.000 Joule.